Im Fernsehen wurde eine Sendung ausgestrahlt über den massenhaften Scan von Kfz-Kennzeichen. Patrick, was ist bei diesem Kfz-Abgleich das Problem? Auf deutschen Straßen, in vielen Bundesländern, aber künftig auch an Bundesgrenzen, wird massenhaft jedes Fahrzeug, was bestimmte Kontrollstellen passiert, gescannt, das Kennzeichen eingelesen und mit Polizeidateien abgeglichen. Es kann sich um Ausschreibungen handeln, weil man keine gültige Versicherung hat. Es sind auch gestohlene Fahrzeuge dabei. Es sind aber auch Fahrzeuge zur Beobachtung ausgeschrieben, wo einfach immer registriert wird, wer wo gewesen ist. Und ich denke, dieses System automatisch festzustellen, wer wann wo ist, das ist letzten Endes ein Präzedenzfall dafür, sowas auch mit Gesichtern zum Beispiel zu machen, biometrische Gesichtserkennung. Man könnte das mit Funkchips in Ausweisen machen oder mit Handys. Und letzten Endes ein Staat, der ständig feststellen kann, wo ich mich aufhalte und wo ich gerade bin, das ist kein freiheitlicher Staat mehr. Und solange ich mir nichts habe zu Schulden kommen lassen, muss ich mich nicht einfach verdachtslos und anderslos scannen lassen. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht entschieden. Übrigens damals einer der Beschwerdeführer war Vorstandsmitglied der Piraten in Schleswig-Holstein. Es gibt ja die Aktion Kfz-Scanner-Hack. Worum genau geht es bei dieser Aktion? Ja, also die Polizei meint, sie könnte geheim halten, wo die Standorte dieser Scanner sind, um einen flächendeckenden Überwachungsdruck zu schaffen. Dass das nicht funktioniert und dass die organisierte Kriminalität das schon lange umgeht und umfährt, zeigt sich ja daran, wie viele Fahrzeuge immer noch gestohlen werden. Es sind übrigens sehr viel weniger als noch vor 5 oder 10 Jahren. Nichtsdestotrotz lassen sich diese Anlagen leicht umfahren. Und ich denke, dass nicht nur die organisierte Kriminalität ein Recht darauf hat, oder diese Standorte feststellen können sollte, sondern vor allem die Bürger, die betroffen sind, ohne dass sie sich Hass haben zu Schulden kommen lassen. Denn nur wenn man weiß, dass das eigene Kennzeichen abgeglichen wird, kann man überprüfen, ist das überhaupt korrekt, ist das rechtmäßig, kann man eventuell vor Gericht ziehen. Und deswegen fangen wir jetzt an, die Standorte der Kfz-Kennzeichenscanner zu kartieren. Haben im Internet eine Karte eingerichtet, wo die ersten Standorte, schon die Mehrzahl sogar in Bayern zum Beispiel, eingetragen ist und bitten einfach darum, mitzuhelfen und Menschen, die ein bisschen Lust an technischer Frickelei haben, sich selbst so eine Anlage zu bauen, mit der man Standorte feststellen kann, die an uns zu melden und wir loben dann auch Gutscheine aus für diejenigen, die weitere Standorte melden. So wollen wir die Überwachung transparent machen, als ersten Schritt dahin, diese Technik zu entzaubern. Es ist nämlich mitnichten so, dass damit nennenswerte Erfolge erzielt werden. Das sind allenfalls mal Zufallstreffer, wo etwas gefunden wird bei Fahrzeugen, die aus ganz anderem Grund ausgeschrieben wird. Also technisch automatisch alles zu erfassen, ist kein Zaubermittel. Hast du ja schon gesprochen, dass man auch mitmachen kann bei dieser Aktion, sich ein Gerät bauen kann. Wie genau sieht dieses Gerät aus? Ja, ich habe so eine Anlage hier mal mitgebracht. Man sieht, das ist hier quasi ein Raspberry Pi, das heißt ein Mini-Computer, über den die funktioniert. Der ist gekoppelt an eine Kamera, und zwar eine Kamera, die Infrarot erkennen kann. Die Anlage wird nämlich so eingesetzt, dass man in sein eigenes Fahrzeug aus der Rückscheibe heraus mit der Kamera filmt. Und zwar nicht den Verkehr, die Fahrzeuge hinter einem, sondern darüber. Die Kamera muss etwas höher gerichtet sein, denn die entsprechenden Mautsbrücken fotografieren von hinten und sind oben an Autobahnbrücken und Ähnlichem aufgebracht. Und die Anlage funktioniert so, dass die Kamera quasi filmt. Wenn man im Dunkeln eine Anlage Kfz-Kennzeichenscanner passiert, dann löst das einen Infrarotblitz aus, der für das menschliche Auge nicht sichtbar ist. Ist ja auch klar, denn man will den Leuten ja nicht den Eindruck nicht zeigen, dass sie ständig geblitzt und überwacht werden. Da will ja der Verkehr verrückt werden. Und hinterher, wenn man zum Beispiel eine Autobahnstrecke abgefahren ist, kann man sich im Zeitraffer diese Aufnahme ansehen und sieht dann eben sehr deutlich anhand dieses Farbblitzes, sieht man sehr deutlich den Standort, wo ein Kennzeichenscanner angebracht ist. Ein GPS-Modul an der Anlage sorgt dafür, dass im Bild auch immer eingeblendet ist, der genaue Standort, an dem man sich jeweils befindet. Das hier ist der Akku, mit dem die Anlage läuft. Wir haben eine Software im Netz. Auf der entsprechenden GitHub-Seite kann man die runterladen. Man kann die Anleitung runterladen, wie die Anlage aufgebaut werden kann.
Und wenn man die Software hier einspielt in diesen Minicomputer, dann wird ein WLAN aufgebaut. Das heißt, man kann über sein Smartphone oder über seinen Laptop die Anlage steuern, kann sagen, wann sie aufnehmen soll, kann dann die Videos auch wieder runterladen, wenn sie aufgenommen worden sind. Und wir bitten eben möglichst viele Menschen um Mithilfe, um diese Standorte zu enthüllen und um zu zeigen vor allem, dass diese Kennzeichenscanner kein Zaubermittel sind. Wir wissen aus der Statistik, dass die sehr wenig bringen. Da wird ab und zu mal ein gestohlenes Fahrzeug gefunden. Aber wenn man sich alleine überlegt, was für eine Arbeitskraft es kostet, fehlerhafte Treffer auszusortieren, dann ist das polizeiliche Arbeitskraft, die verschwendet ist, die besser aufgehoben wäre bei der gezielten Ermittlung von Straftaten. Und es reicht auch nicht, wenn der bayerische Innenminister darauf verweist, dass man zufällig ab und zu mal bei einer Kontrolle was ganz anderes findet, wonach man gar nicht gesucht hat. Da kann ich auch willkürlich Häuser durchsuchen, dann werde ich auch mal was Illegales finden. Also so geht das nicht in einem Rechtsstaat. Und wir freuen uns, wenn viele an dieser Aktion mitmachen und dieses Ausmaß der Überwachung offenlegen und da mithelfen, dass die Versuche, eine solche Überwachungsstruktur in Deutschland aufzubauen, gestoppt werden. Ja, Patrick, danke für diese neue Aktion der Piratenpartei.